Ja, ihr Lieben, heute komme ich zurück mit einem neuen Video. Ein Video, das, glaube ich, jeden interessieren sollte, wo jeder angucken sollte, weil es geht um gewaltfreie Kommunikation. Ich sehe so viele Leute, die in der Abteilung, im Beruf, in der Beziehung, in der Familie, in den Hobbys mit anderen Menschen natürlich Kontakt haben. Jeden Tag haben wir Kontakt mit anderen Menschen. Die wenigsten Leute wissen aber, wie sie ihre Bedürfnisse richtig ausdrücken können und aber auch zielführend ausdrücken können. Und das Buch hat mein Leben verändert. Das heißt ebenfalls auch gewaltfreie Kommunikation. Und die Essenz aus dem Buch möchte ich mit euch heute teilen, weil ich glaube, davon kann jeder profitieren. Und es ist ein ganz einfacher 3-Schritte-Prozess, den wir machen müssen, wenn uns was nicht passt, wenn wir unsere Bedürfnisse kundtun müssen, wenn wir verstehen, okay, es fühlt sich gerade komisch an, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Also Schritt Nummer 1, wenn wir in so einer Situation sind mit einem anderen Menschen, dann ist der Schritt Nummer 1, erstmal die Fakten nochmal zu beschreiben. Also wegen mir als Beispiel, jemand hat mir die Vorfahrt genommen und es hat gebatscht und jetzt stehen wir da und Unfall am Start. Dann steigen wir aus. Und ich sage zu der Person, also grüß Gott, Hans-Peter, offensichtlich sind wir jetzt ineinander reingefahren, Sie haben mir die Vorfahrt genommen und das ist auch schon mal sozusagen die Fakten beschrieben, ohne Emotionen. Natürlich nach so einem Crashkampf vielleicht nicht ganz emotional. Es geht immer um die Tendenzen, nobody is perfect, aber es geht darum, auch schon mal sozusagen zu versuchen, die Situation so akkurat und objektiv wie möglich zu beschreiben, das und das und das ist passiert, so sieht es erstmal aus. Und dann gucken, okay, stimmt die Person gegenüber mit diesen Fakten überein? Also können wir uns auf eine gemeinsame Faktengrundlage einigen? Okay, oder anderes Beispiel, meine Frau und ich war in der Küche und die Küche ist jetzt sozusagen dreckig, ich habe, was weiß ich, ein bisschen komplett verleert oder Brot geschnitten und jetzt liegen Krümel rum und jetzt kommt meine Frau, konfrontiert mich und sagt, hey Schatzi, ich war jetzt gerade in der Küche, hatte die frisch geputzt und jetzt sehe ich da, wie da Brotkrümel rumliegen. Punkt. Okay, Schritt Nummer 1, Fakten beschrieben. Dann Schritt Nummer 2, beschreiben, wie ihr euch da dabei fühlt. Okay, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wenige Menschen machen. Ihr müsst einfach, weil Gefühle sind subjektiv, das ist eure persönliche Wahrnehmung. Da kann der andere nicht sagen, das ist falsch oder richtig, sondern das ist eure Wahrheit. Also, zweiter Schritt, wir beschreiben unsere Gefühle. Dann würde meine Frau sagen, hey, da fühle ich mich nicht respektvoll behandelt. Ich bin wütend in dem Moment und ich bin einfach auch traurig, dass du das immer wieder machst. Okay, sie ist wütend und traurig. Okay. Schritt Nummer 2, Emotionen. Und dann der dritte Schritt, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt bei dem Ganzen, ist eben zu sagen, was würde ich mir denn anstatt dessen wünschen? Ihr müsst natürlich eure Bedürfnisse aussprechen. Ihr müsst natürlich auch nicht immer draufhauen und rumschreien und randalieren, sondern ihr müsst natürlich auch einen Vorschlag machen. Ja, wie könnte es denn besser aussehen? Wie würde ich es mir denn wünschen, dass es besser ist? Und dann würde sie sagen, ich würde mir wünschen, dass wenn du dir ein Brot schneidest, dass wenn du hier Krümel machst, dass du sie dann auch direkt danach wegwischen tust, sauber machen tust wieder und die Küche so verlassen tust, wie ich sie hinterlassen habe. Punkt. Okay? Und that's it. Und abschließend dazu, ihr Lieben, wichtig zu verstehen, gewaltfreie Kommunikation ist nicht, dass ihr das Verhalten von dem Gegenüber ändert, weil ihr könnt nichts dran ändern, ob der Gegenüber das dann macht, ob der Gegenüber da mitgeht, nicht mitgeht. Bei der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, dass ihr das aus eurem System ordentlich rauslasst und dem Verursacher zurückgebt. Okay? Und dann natürlich kann man gucken, ob das dann eine Veränderung bringt, ob der sich dran hält, aber das ist nicht die Essenz. Also das ist mein Wort für heute, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Kommentiert, abonniert, liked und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao, ciao.